Ja, was die malen, hier ist echt die Burm. Ich darf euch da bei einem neuen Video auf meinem Kanal begrüßen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Was soll ich zum Wetter sagen? Es schneit. Alter. Das habe ich noch gebraucht. Das habe ich jetzt unbedingt noch gebraucht, dass jetzt der schneit. Abfahrtskontrolle, bla bla bla. Morgenroutine, das Ganze haben wir schon gemacht. Motor rennt auch schon warm. Ich würde sagen, wir schauen einmal zwischendurch noch kurz auf die Karten. So, ich glaube, wir stehen da kurz vor Zagreb, haben mit einer 357 Kilometer Fahrtstrecke und 5 Stunden Fahrzeit. Ich glaube, mit den 5 Stunden wird es ja nicht ausgehen, so wie es da schneit. Ah, wie die Ehre. Und irgendwann in der Nacht angefangen, ich bin dann vom Scheren oder vom Scharren, Scharren eines Schneepflugs natürlich geweckt worden. Haben wir gedacht, was ist da los? Gestern haben wir sie noch, oder haben wir noch gesagt, gut, das renkt, es konnte dort auch schneien. Ja, da haben wir es jetzt. Aber ich habe gesagt, steigen wir da kurz vor Zagreb, da haben wir Marburg, Maribor, fahren da rauf. Da haben wir dann Graz rechter Hand. Mal da her. Ich glaube nicht, dass sich das mit 5 Stunden ausgewirrt. War Parkplatz. Ja, wählen wir jetzt auch keinen aus. Ich meine, der ist sowieso noch viel zu früh. Dann 3 Stunden. Wenn wir nicht stehen bleiben. Eindeutig steht das auch, ich ziehe die 5 Stunden durch für das Video. Echt, dass wir da dann kurz stehen bleiben. Da kurz stehen bleiben. Jetzt fängt das schon wieder an. Letztens hat das Pass mit dem Mikro, jetzt geht es schon wieder piepsen. Wenn du was alles gehört habt. Wenn sie das ausgeschüttet hat, die Sporen. Ich glaube, wir werden vielleicht da oder dann stehen bleiben. Das wird mit den 5 Stunden nicht ausgehen. Gut, dann fahren wir los. Vorsichtig. Ja, dumme. Heute vor allem ganz besonders. Ich muss vielleicht wirklich schauen, dass ich das Mikro hinten direkt am PC anstecke. Gut. Der Mischer schaltet mir gleich mal ein. Ja, brauchen wir noch einen kurzen Brand. Ja, kann ich nicht. Geht jetzt nicht. Dann eins, das willst du probieren. So. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich habe es jetzt auf dem Front, direkt am Front USB angesteckt. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Probleme mehr haben. Den merkt man auch nicht gleich. Gut. Nehmen wir los und stoßen ins Horn. Ne? So, wir haben da jetzt da in Primes Wintermod drinnen. In der neuesten Version. Mr. German Truck hat den ja auch präsentiert. Es gibt dort neue Texturen, man sieht oder Schneehaufen auf der Seite, man sieht dafür mehr Schnee auf der Straße liegen. Oder Winterdienst wieder mal nicht nachkommt. Sind auch oder die Personen, die um dumm laufen, haben jetzt auch Winterklamotten an. Nein, nicht mit der kurzen Hose nochmal dumm. Weder da schaut's aus auf der Geleck. Es gibt auch keine grünen Texturen eigentlich mehr auf der Seite. Ich habe das Ganze zuvor getestet. Haben wir beim Mr. German Truck damals das Video angeschaut, das Vorstellungsvideo. Und wir denken, wow, live und geil. Endlich einmal Wintermod so wieder sein soll.
Dann habe ich es bei mir eingesteckt. Eingesteckt, runtergeklont, reingenommen. Es waren immer noch grüne Texturen da, es waren keine Leute in Winterkleidung zu sehen. Dachte, was ist da wieder los? Ja, ganz einfach. Damals, wenn man das runtergeladen hat, war das, glaube ich, noch nicht dabei. Also was der Mr. German Truck auch nicht erwähnt gehabt hat, es gibt dazu einen Fix. Das nützt nichts, einfach nur den Wintermod runterzuladen. Dann hast du den ganz normalen Wintermod, immer noch mit den Texturproblemen und mit den Leuten, was in die Sommerklamotten unterwegs sind. Sondern es gibt da auch einen Fix dazu. Nein, jetzt sag ich, jetzt bin ich auf der falschen. Vielleicht ist da. Bin ich jetzt auf der falschen Seite? Wenn ich da rechts fahre, kann man durchfahren. Oh, so wie es ausschaut, das schützt ja keiner hinter mir. Na, gell, Leihwand. Das ist aber ein bisschen blöd. Gut, dann machen wir jetzt Weg 17. Hoppala. Okay, lass uns eine neue Route finden. Wenn man zuerst denkt, vielleicht liegt es an der Euronet oder dass das so vielleicht irgendwo ein bisschen reinfunkt oder irgendwas, habe das dann natürlich ohne probiert, selbes Ergebnis. Es waren immer noch Texturprobleme und die Leute im Winterklamotten waren immer noch nicht da. Dann habe ich nochmal auf die Homepage vom Crimes geschaut und siehe da, da gibt es einen Fix. Diesen Fix müsst ihr mit runterladen, über den Wintermod von Crimes natürlich legen. Dann habt ihr den neuen Wintermod von Crimes. Ja, warum hat es früher nur die Max angegeben mit den Sommerklamotten? Ganz klar, weil das vom SCS einfach nicht gegeben hat. Entschuldigung. Mit den Sachen, was wir hier arbeiten, die sind ja alle von SCS vorgegeben. Und wir kreieren ja dann nicht selber unter Crimes ja genauso. Wir haben nur mit den Sachen gearbeitet, was SCS vorgegeben hat, beziehungsweise nur die Texturen verändert. Und dadurch, dass SCS jetzt aber das Winter Wonderland rausgebracht hat, hat auch der Crimes mehr Möglichkeiten. Und somit hat der da jetzt da neue Texturen und natürlich werden auch die Personen, die Maxern da ersetzt. Ich war absichtlich auf der mittleren Spur. Der Platz haben. Bitte links halten. Jo, so viel zum Crimes Wintermod. Aber ich finde ihn richtig lässig. Immer noch ein und keine Ahnung. Bitte links halten. Ja, du Arschgesicht, musst mich nicht umlassen. So ein blöder war es jetzt nicht. Hört oder nicht wieder irgendwelche Wörter in den Mund nehmen, dann fühlt sich vielleicht wieder irgendeiner auf den Schlips getreten oder sonstiges. Jo. Ein paar Videos geguckt, ein paar Videos angeschaut. Video hat uns rausgebracht, der Wusel on Tour hat uns rausgebracht. Und da möchte ich jetzt gerne ein bisschen drauf eingehen.
Wenn wir da oder auf der Bahn sind. So, da sagt jetzt aber nichts. Die links halten und da lässt uns einfach fahren. Wo es ist. Ja, letztens haben wir wieder ein Video vom Wuppel angeschaut, haben wir wieder mit der Zeit genommen. Oh, hallo Kinder, seid ihr es denn noch? Zu retten. Bei dem wieder so ein Manöver dort ausführen. Ja, Wusel. Wieder immer schlimmer. Ja, du musst links überholen, du bist ja der Beste. Du bist mein Held. Echt. Das geht gar nicht. Zweispurige Autobahn und der LKW auf der linken Spur. Dann ist wieder die Straßen zu, die Autobahn zu, wie wir es eh schon gehabt haben. Freudienst, Winterdienst kommt nicht durch und dann bleibt alles stehen. Ne? Ah, da steht schon einer. So. Anscheinend schon bumstig gemacht. Ja. Wie gesagt, Wuppel. Aber halt noch mehr. Wusel hat Probleme. Gravierende Probleme. Hat ein Problem mit seinem Buchhalter. Er hat Geld veruntreut. Und steht jetzt ganz ziemlich doof da. Jetzt muss ein paar LKWs und Trailer verkaufen, damit er die Schulden, was der sein Buchhalter da verursacht hat, dass das alles tilgen kann. Der hat dann Scania nicht zahlt, hat diverse andere Sachen nicht zahlt. Alter. Da kannst du gratulieren bei sowas. Da bin ich froh, dass wir eine gewisse Größe haben. Meine Frau da in der Firma immer noch mitarbeitet und die ganzen Sachen mitkontrolliert. Wie der Herr mir so schön gesagt, Vier-Augen-Prinzip. Bin ich froh, dass es bei mir so funktioniert. Ja, der Wusel hat das Vier-Augen-Prinzip anfangs auch gehabt, aber durch Umstrukturierungen und Ausbau und bla 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 haben sie es halt dann nicht mehr gemacht, haben halt dem Buch halt da blind vertraut und dann ist das halt alles ein bisschen in die Binsen gegangen. Ja, so schnell kann es gehen, denkst du, du bist gut dabei, passt alles, es rennt alles und schon ist passiert. Ja, Wusel, auch an dieser Stelle nochmals, falls du was benötigst, wenn du was brauchst, wenn du vielleicht irgendwo noch einen Auftrag brauchst, wie von den Kollegen schon angesprochen auch. Kannst dich gern jederzeit melden. Ruf einfach durch. Werden wir schon irgendwie hinkriegen das Ganze. Da ist wieder gar nichts gerammt.
Alter, was ist bitte du, Honk, du? Bitte, Blätter. Umziehen und dann aber geh vom Gas und langsam werden bremsen oder was, whatever. Oh, ey. So. Ja, was könnte man sonst noch erzählen? Da machen wir dann nicht für ein. Der JJ hat ein Video rausgebracht. Urlaub oder Wochenende in Österreich. Wenn wir zuerst anschauen, dann hat er es aber wieder runtergenommen und hat später dann nochmal aufgeladen, deswegen habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Die üblichen Verdächtigen natürlich sowieso nicht. Ja, mit der Micha. Der Michi Bassenheim. Bitte rechts halten. Der Maisi hat auch wieder ganz rausgebracht, der ist auch ganz fleißig. Wieder machen, wobei er jetzt gesagt hat, die Woche wird keins rauskommen, weil er privat irgendwie heftig ist. Privat tun hat. Und an der Stelle gehen wir dann gleich nochmal Grüße raus an meine ganzen YouTube-Kollegen. Fühlt euch alle gegrüßt. Bitte links halten. Auch Grüße an meine eingeschworenen Abonnenten, meine langjährigen neuen Abonnenten. Auch Grüße an die neuen Abonnenten und auch an die Videos. Hört zu, das Verfahren dabei sein. Bitte links halten. Geht er doch schöner voran, als ich gedacht hätte. Ich glaube, dass wir da viel mehr Probleme haben werden im starken Schneefall. Ah ja, passt dann einen doch. Bitte links halten. SCS hat ja auch eine weitere Ankündigung gemacht mit dem Rhein-Ruhr-Gebiet, die das dort auch jetzt arbeiten. Auch schon sehr gespannt drauf. Vor allem wird es interessant werden. Vor allem wird es interessant werden mit Köln. In Köln haben wir uns ja selbst etwas überarbeitet. Der Firmensitz von der ITL, von Micha. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, was da draus machen. SCS Köln, Dorf, Dortmund, glaube ich, was dort so. Und wie wir das wieder mit der Ehren verbinden werden. Und das wird sicherlich interessant. Ein Haufen Arbeit werden.
Muss mich dann auch schon langsam irgendwann wann wieder mal hinsetzen. Etwas ins Mappen anfangen. Aber in letzter Zeit auch sträflichst vernachlässigt. Als Blinz Gagenfoto steht ja schon auch schön. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Petarde nur mit Bedacht einsetzen. Nimm die Ausfahrt rechts. Nicht, dass da der Petarde die Hinterachs blockiert und dann ab. Haben sie gar ins Kuppel vielleicht da vorne, gell? Eigentlich auch eindeutig wieder mal. Ja, uns schauen die Straßen natürlich genauso aus. Aber wenn man so auf den Winterdienst geschimpft wird, ja. Die können halt auch nicht überall gleichzeitig sein und weil wenn es so stark schneit, kommst du halt nicht nach. Das ist, ja, ist halt so. Aber die sind schon brav unterwegs. Dann gibt es halt gewisse neuralgische Stellen, wo es halt dann doch wichtiger sind, dass man die dort noch mal räumt. Aber halt irgendwo anders ein bisschen. Ärgert natürlich einen jeden, aber ist halt so. Jetzt kommen wir gar raus. Ich schon pullern. Wenn es neu berechnet. Dann brauchst du neu berechnen. Okay. So, gut. Ja. Ich gebe Pullen. Okay. Haben wir Herd oder? Warte, heute sind schon, da haben wir einen Videopoint. Den werden wir auch gerne mitnehmen. Ha? Den werden wir gerne. Gut. Gut, dann schauen wir uns den Videopoint an. Ich gehe aufs Topferl und danach sehen wir sie wieder. So, mein Geschäftchen habe ich erledigt, dann gehen wir wieder zurück zum Bäder, wieder zurück zum LKW.
Ah, bringt grausliches Wetter, Alter. Wenn wir jetzt hier blieb ich ja den Schnee, aber. So, dann schauen wir nochmal schnell auf die Karten. Weil da ist so eh nicht wirklich nicht mehr. So, jetzt haben wir eine Stunde Vorzeit. Dann ist unser Karten auch sauber. So, ja. So schaut das aus. Gut. Fertig zum Losfahren. Gut, ja. Nehmen tut's immer noch. Mittlerweile fast 11 Uhr mittags, also 11 ist glaube ich. Ja, fast. Und nicht immer noch. Dass zumindest unser Platz sauber ist, perfekt. So, beim Kollegen kurz bedanken, uns ausgelassen hat. Ja, ich bin ja gestern im Regen für die Elke mit dabei gezogen, aber da war halt nur Regen. Der zieht da vorbei. Den Schnee treiben. Nächsten. Der Zeitweise frage ich mich schon ein bisschen. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Hört man sich wieder das Kuppel fällt. Ah, ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Schön langsam in die Kurve fahren. Das uns passiert so wie in Hermi. Demnächst links abbiegen. In Hermi ist ja im ATS da was passiert, da ist ein bisschen ausgerutscht. Biege nach links ab. Da war er ein bisschen schnell unterwegs. Dann mit seinem Bitliner, glaube ich, ist er das, ne? Die Leute, danke. Jetzt viel passiert, dennoch blöd und unangenehm und. Bitte rechts halten. So, da komme ich jetzt zu dem Kreisverkehr, wo ich mir vorgenommen habe. Oder zweite Ausfahrt nehmen. Von Ost, da, ja, in der Fertigstellungsphase bin, der da versetzt wird. Etwas ein bisschen mau mit dem Captain. Nimm diese Ausfahrt. Aber ja. Immer geradeaus. So, dadurch, dass wir jetzt ja wieder in Klagenfurt sind, eine kleine Frage an die Unity. Was für eine LKW soll man das nächstes fahren? Weiterfahren mit einer Rückkehr? War nichts dagegen. Jetzt habe ich mich schon dran gewendet. Ja. Da sollen wir mit die ganz gar nicht fahren.
demnächst rechts abbiegen. Immerhin. Auf. Ah, du auch, das. Wollte auch nicht bei Bochumfurt. Und käme nicht mehr aus daheim. Nach rechts ab. Alter Verwalter. Wir müssen rechts abbiegen. Wir müssen in Klagenfurt schon die Straße einfügen. Biege nach rechts ab. Nach links ab. Also, weit. Jetzt bin ich weitergekommen. Endlich, wir sind da. Ja, was? Du konntest ja ruhig ins Hittl reinstehen, du musst ja die ganze Zeit da raus bei dem Schneetreiben um und umstehen. Der arme Floki muss da im Schnee sitzen. Alles in Ordnung sonst? Okay, passt. Gut so. Und dann haben wir Fragen gehen. Welche Rampe wir den Trailer stellen sollen? Wir sind Chef, wir werden sie jetzt einfach mal mitten auf Platz stehen. Dahinter hin. Ich habe mir Fragen gehen, an welchen Rampe wir den Fehler denn stellen sollen. Gut. Ja. Wir sehen sie dann gleich wieder, gell? Bis gleich. Hat mir das endlich geschafft. Dann fahren wir noch schnell zum Meier. Abladen. Nehmen wir die ab. Es ist gerade wieder. Wo Fenster machen wir die Tür? Dann haben wir das Schneematschen auf der Stelle. Jetzt sieht man das Ganze ein bisschen schöner, wenn es aufgeht hat den Stein. Weil die Schneetexturen jetzt ein ganz anderes an. Hinten die Abkürzung, die gehört ein bisschen bearbeitet, dann hängen da viele Fahrermodelle oder einfach nur so Leinwände. Dann auch noch alles bearbeitet.
Jo, jo. Oha. Alter. Gut, das kann schon nicht mehr liegt. Ich glaube, auf dem Schneewappen haben wir jetzt hinten drauf. Wahnsinn. Haben wir nicht aufpasst, richtig. Ja, man sollte halt heute nicht, wenn man auf der Ampel steht, aufs Handy schauen. Aber wenn sie was sonst aufs Handy schauen. Ich muss ja schon was sagen, der neue Crimes-Mod, der ist wirklich. Der ist wirklich. Mit den neuen Texturen vom SCS. Wo kann man das lassen? Seit meiner Meinung nach jetzt der SCS gar kein Wintermod mehr rausbringen. Was ist? Alter. Wo ist denn da schon wieder passiert? Oh oh, oh oh. In. Alter, schaut ja wieder Trailer. Ja, na gut, dann würde ich da mal reinschauen, werde die mal fragen, was da so los ist, was da so abgeht. Ich werde mich an dieser Stelle aber gleich von euch verabschieden. Ich hoffe, die Tour hat euch wieder gefallen, ein bisschen im Schnee treiben. Ich hoffe, ich schätze beim nächsten Mal über einen Daumen nach oben, über einen Kommi, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr kein Video von mir mehr verpassen wollt, dann drückt die Glocke. Dann kriegt ihr Benachrichtigung, wenn ein nächstes Video von mir rauskommt. In dem Sinn sage ich Tschüss, Papa, bis zum nächsten Mal. Euer Michi, der seid.